Und damit herzlich hallo zu einem neuen Let's Play Layers of Fear, wo ich nun mal etwas Neues ausprobieren will. Und ich bin gerade etwas verunsichert, weil die Musik so leise geworden ist. Ah, danke. So fühle ich mich doch gleich viel besser. Auch wenn ich das Gefühl habe, mir gefällt nicht, was ich da so im Schatten in diesem Bilderrahmen erkenne. Worum es in diesem Spiel geht, ich habe es selber, muss ich sagen, vergessen. Finde ich aber auch besser so. So, und bevor ich jetzt hier großartig noch um den heißen Brei herumrede, möchte ich erstmal einen kleinen Zaubertrick machen. So, wenn ihr jetzt nichts seht, dann hat das mit der Facecam nicht funktioniert. Nein, war Spaß. Nochmal. So, wenn ihr jetzt nichts seht, dann hat es nicht funktioniert. Aber ich glaube, man sieht mich jetzt. Also, hallo! So, ist alles... Doch, ich glaube, vom Kontrast her haut das jetzt hin. Ich sehe vielleicht ein bisschen doof aus, weil ich keine Ohren habe. Aber ansonsten müsste alles ganz gut hinkommen. Gut, ich werde vielleicht ein bisschen leuchten hier am Rand, wenn ich mal... Aber ansonsten hoffe ich, ist der Hintergrund dunkel genug, sodass ich das alles schön rausrotoskopieren kann und mich jetzt quasi als kleinen Geist mit Nachtsichtaugen... weil besser und gruseliger, hier unten in irgendeine der Ecken gebaut habe. Wahrscheinlich da, wo Platz ist. Ich tendiere ja zu unten rechts. Aber werde ich dann sehen. So, fangen wir doch erstmal an. Adjust the brightness, moving the slider until the portrait is barely visible. Ja gut, es ist barely visible, aber ich kann ja noch mal ein bisschen dran rumspielen, um zu gucken, was so passiert. Okay, es sieht wirklich so creepy aus, wie ich dachte. Barely visible, ja, ich mach mal so. Continue. Also mir wurde gesagt, das Ganze ist mit Controller unterstützt. Ja, es funktioniert auch mit Controller. Sehr schön. So, Graphics. Mal gleich gucken. Screen Resolution. Qualität hoch. Und ja, das hatten wir gerade. Zurück. Sound. Untertitel ist ganz gut, weil ich glaube, das gibt es nur in Englisch. So. Und ich hoffe, das Spiel erklärt uns gleich, was wir machen müssen. Ist in Early Access, von daher weiß ich nicht, ob das alles so funktioniert, wie das soll. Und ich bin ein Weichei, von daher... egal. Erstmal starten und gucken, wie schnell ich beende. Das Blöde ist, ich sehe gerade gar nicht... Aber doch, ich sehe gerade wieder, dass schon wieder das Bild ganz schön stockt. Ah, da oben ist eine Uhr. 0.34 Uhr, okay, dann habe ich jetzt eine Orientierung, wie lange ich denn mal machen kann. Beziehungsweise, ich sollte langsam anfangen, ne? Ja, ich gucke hier schon wieder auf eine andere Uhr am Rand, die ist besser zugänglich. Also, mal gucken, vielleicht schaffe ich ja schon eine Stunde. Ich habe so meine Zweifel. Neues Spiel. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist das der Ladescreen, aber das ist wirklich der Ladescreen. Wenn man da unten auf diesen Farbklecks-Strich guckt, dann sieht man ganz leicht, wie ein etwas helleres Rot anfängt, diesen Balken zu füllen. Ah ja, jetzt bin ich wieder flüssig. Zumindest einigermaßen. Es ist zum Mäusemelken. Manchmal ist echt... Oh. Aber ich hab die Kamera heute schon mal einen Tag lang laufen lassen. Also 4 Stunden am Stück kriegt sie hin, ohne dass der Rechner vernichtet wird. Von daher, so lange werden wir eh nicht spielen. Wenn ihr irgendwann während des Spiels mal Augen hinter mir auftauchen seht, bitte nicht in die Kommentare schreiben. Oh Gott. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper, and my hands cut so many times on broken bottles, each night drowning in a cold sweat. But there is a way. A way to bring back what life took from me, the only precious thing. Yay, First Person. Ich liebe First Person. Nicht. Ich komme jetzt schon wieder eingeengt vor, aber immerhin kann ich mich bewegen und werde nicht so wie bei Batman andauernd in irgendwelche Dinger gezwungen. Vielleicht irgendwo mal ein Let's Play davon ansehen sollen, um zu gucken, ah ja, da kann ich reingehen, will ich aber gar nicht.
Oder ist das raus? Nö, das ist rein. Raus ist dann wahrscheinlich hier und natürlich kann ich nicht raus. Ich muss sagen, für Early Access ist die Grafik aber schon in Ordnung. Nur so eine Lampe ist... Naja, okay. Ist irgendwas dazu zu sagen? Sieht ein bisschen creepy aus. Irgendwas sagt mir, ich müsste wissen, was das ist. Wo kriegt ihr das mit? Der schwankt hier schon ganz schön. Alter, hör auf zu saufen. Vielleicht funktioniert das dann. Was ist das? Ein Maulkorb? Den würde ich gerne mitnehmen. Kann ich den irgendwie mitnehmen? Ah, Schultertaste. Ja, pack ein oder so. Jetzt kann ich nicht mitnehmen, ja? Ist natürlich ein bisschen doof, dass hier keinerlei Tutorial oder sowas ist. Aha. Continue Settings, back to menu. Mhm. Achso, wieder. Okay, also was die Steuerung angeht, da kann man sich noch ein bisschen verbessern, würde ich meinen. Ein bisschen intuitiver kann das ruhig sein. So. Ah ja. Warte mal. Also ich soll jetzt mit dem Ding hier halten und so aufmachen. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Aha. Zeitung? Ach du Scheiße. Switched out, gallery openings, bla bla und so weiter. Some call and you can... Okay, alte deprimierende Dokumente. Welche Ironie. Ich habe bei Batman nach einem alten Herrenhaus verlangt, wo es ein bisschen gruselige Stimmung gibt und schon bin ich in einem alten Herrenhaus, wo es gruselige Stimmung gibt. Ich traue mich hier gar nicht irgendwas zu machen, weil ich Schiss habe, dass das Spiel losgeht. So. Das ist natürlich cool. Sobald die Kamera läuft, ne, fängt die Nase an zu jucken. Ich gucke aus dem Fenster. Damit verbringe ich dann die ganze Nacht und dann ist gut. What the fuck war das? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe jetzt schon original keine Lust mehr. Oh, kann das irgendwer lesen? Popka, aha. Ich würde hier gerne ein Feuer anzünden. Ah ja, irgendwer hat da eine Uhr platziert. Ich weiß noch nicht mal, wo ein Bett ist. Sonst würde ich da jetzt gerne hingehen und einfach nur... Ich bleib hier. Mich schüttelt es jetzt schon überall. Ich kann das nicht spielen. Das geht nicht. Ich hätte mit was Seichteren anfangen sollen. Ah ja. Hier hat sich eine Flasche verabschiedet. Die gute Flasche. Aha. Sir, I detached the workshop. Just like you ask. So didn't. Although I don't imagine less bla 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 inside. Mm-hmm. Also give you a little. Mm-hmm. Okay. Warte mal, wo hat er die Schlüssel? Die Schlüssel sind irgendwo im Büro. Ich muss also aus dem Büro die Schlüssel holen und er hat mir irgendwie Futter in der Küche hinterlegt. Vielleicht sollte ich das hier zu einem letzten Test deklarieren, falls ich keine Lust mehr habe. Hör auf, du blöde Musik. Ich würde dich wunderschön finden, würde es hier nicht gerade alles so beklemmt sein. Kann ich das Nudelholz mitnehmen? Noch nicht mal.
Das Messer, auch nicht. Menno! Ich will aber. Lass mich doch. Ist schon die erste Viertelstunde rum? Kann ich schon Aufnahmepause machen? Boah, ey. Leute. Ein bisschen lesbarer wäre schon nett gewesen. Point red. To the green. Ja. Achso, das ist wahrscheinlich... irgendwie so ein Rezept. Oh, Spiegelung. Kann ich mich erkennen? Kann ich nicht. Wieder einer, ich mitgedacht. Da dachte sich wieder einer, ah, mache ich First Person, ne? Da spare ich mir alles andere. Ja, da drin ist dunkel und nirgendwo ein Lichtschalter. Viel Spaß. Apropos Lichtschalter. Wo sind hier überhaupt Licht? Boah, schon wieder fett Gänsepulle. Kann ich mich setzen und ein Buch lesen? Ey, das ist so albern. Ich will jetzt nicht. Warum muss ich Idiot das auch mitten in der Nacht spielen? Boah, du Scheißuhr. Bitte sei zu. Nein, sie ist offen und führt in den Keller. Viel Spaß. Hier oben ist Licht. Alter, mal doch mal schönere Bilder. Gibt's dafür eine Mod? Vorhänge zuziehen, das ist... boah. Ich sollte irgendwas Seichteres spielen. Ich sollte mich langsam an das Thema ranwagen und nicht gleich in so ein Horrorhaus gehen, ich Idiot. Das Gute ist, ich muss euch ja nie was davon zeigen. Wenn das nichts ist, dann seht ihr das nie. Wieso ist hier alles unter Wasser, Alfred? Wieso? Wieso sind hier nirgendwo Lichtschalter? Boah, du Kacke, wie sieht der denn aus? Ja, gut. Scheint auch nur durch die Gegend zu trocknen, so ein bisschen benommen. Hat er Depression oder wie? Warte. Ah. Muchos better. Aber irgendwie, hier mal so ein Handtuch. Ich will dieses verdammte Ding gar nicht wegwischen. Es gibt nur Probleme. Ah ja, noch mehr Licht einschalten. Ist natürlich noch, was das denn? Ja, also eine Knieprothese oder was? Mein Vater würde ausrasten, wenn die Badewanne so aussehen würde. Geht noch nicht mal die Spülung. So, scheiß auf Stromrechnung, Hauptsache Licht. Ich muss echt aufhören zu saufen. Hier gibt es so viele Flaschen, über die man drüber läuft. Wieso gibt es hier nicht mehr Lichtschalter? Ich will hier bleiben. Hier ist schön hell. Okay, da haben wir schon festgestellt, geht es tief runter. Da ist jetzt immer ein Licht an. Und was ist hier so?
war das? War ich das? War das was anderes? Ich bin auch unentschlossen, ob ich die Türen offen lassen soll oder nicht. Weil wenn Türen offen sind, dann können sie ins Schloss fallen. Wenn Türen zu sind, dann können sie aufquietschen. Das gibt's doch nicht. Hilfe. Ich will nicht mehr. Das sind gerade mal 10 Minuten oder so und ich habe jetzt schon... Ich hätte mit Minecraft-Höhlen anfangen sollen. Ich kann auch nichts mit dem Ding hier machen, ne? Ich kann mir das ansehen und gut ist. Aber Respekt an das Team, das das hier gemacht hat. Die Stimmung ist schon mal Bombe. Auch wenn ich gerne gerade irgendwie seicht an das Thema herangeführt worden wäre. Jetzt bin ich schon mal weiter oben. Noch eine Flasche. Fick dich doch, fick dich doch, fick dich doch, fick dich doch, fick dich doch. Ich will nicht. Boah, hinsetzen kann man sich auch nicht, weil draußen alles so plattert. Ich komme gar nicht mehr aus der Gänsepulle raus. So schlecht war ich doch gar nicht. Die hat aber auch nirgendwo Schilder, ne? Guck mal, da sieht es auch sehr vertrauenserweckend aus. Sagt die Musik auch. Da sieht es noch vertrauenserweckender aus. Geh aus! Nee. Nee, also, wenn ich 1000 Abonnenten habe, dann spiele ich das hier erstmal weiter. Aktuell werde ich erstmal sagen, das hier ist ein Facecam-Test. Mal sehen, wann es weitergeht, ne? Als dann, bis dann. Ist das peinlich, ey.